Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Magdeburg nach Berlin. Wir haben heute 8 Tonnen geladen, und zwar einen Baggerlader. Wir haben heute 140 Kilometer. Und ja, das Video heute geht wieder nicht ganz so lang wie sonst immer. Und es ist wieder Tag, muss man dazu sagen. Genau. Und ja, heute zum Samstag. Ja, wie gesagt, das Video heute geht wieder nicht ganz so lang wie sonst immer, weil ich aktuell oder diese Woche noch keine Zeit habe, aber nächste Woche sollte ich wieder mehr Zeit haben. Auch Zeit haben für Streamen. Genau. Also da hoffe ich mal, dass ich einen Tag finde, wo wir dann streamen können. Welches Spiel das sein wird, wahrscheinlich ETS oder LS. Wahrscheinlich eher ETS. 5M kommt dann auch schon wieder. Bloß da bin ich aktuell noch auf der Suche nach einem Server. Wenn ihr dann einen Server habt, wo ihr empfehlen könnt, RP-Server muss es sein. Welches RP, also Soft-RP nicht. Das andere Hardcore-RP oder Middle-RP ist okay. Ja, der Server sollte ein deutsches oder österreichisches Design haben. Und ja, es sollten auch schon ein paar Spieler droben sein, also so zu Hauptzeiten sollten schon so 50 Leute am Server sein. Genau. Wer da was hat, kann mir das gerne schreiben, den Servernamen. Entweder unten in die Kommentare oder mir auf Discord oder auf Insta. Discord und Insta, beides unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Ansonsten Neuigkeiten gibt es zu ETS und zu LS jetzt so nicht. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal kurz auf die Karte, wie es da ausschaut. Ja, jetzt sind wir sowieso gleich auf der Autobahn. Dann geht es sowieso schneller wieder. Links abbiegen. Weil, wie gesagt, ich habe heute wieder nicht so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit habe ich. Gerade so fürs Video habe ich Zeit. Genau. So. Dann Ampel schalte um. Oder auch nicht. Jetzt was. So, dann einmal auf die Autobahn. Hier einmal hoch und dann können wir düsen. So. Ja, zum Glück haben wir heute auch wieder Tag. Das ist immer so ein bisschen. Entweder ist Tag oder Nacht, das ist. Ja, immer. Also, Tag ist natürlich besser, weil man einfach mehr sieht so. Nacht ist aber so, sag ich mal, zur Abwechslung auch nicht so schlecht. Aber halt nicht durchgehend. Weil sonst seht ihr nichts, sehe ich nichts. Also ich sehe schon mehr wie ihr, aber fürs Video ist halt Tag einfach deutlich besser. So, dann machen wir mal. Schauen wir uns mal den schönen LKW an. So. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren. Um nichts mehr zu verpassen, ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und wie gesagt, mit dem Streamen schaut es jetzt so aus. Also diese Woche haut es auf jeden Fall noch nicht hin. Nächste Woche wahrscheinlich dann schon. Das würde ich euch aber dann nochmal im Video am Montag ankündigen, wann ich jetzt live bin. Wahrscheinlich Dienstag oder so. Hätte ich jetzt mal so geplant, weil Montag ist ein Video, Mittwoch ist ein Video und Dienstag so. Habe ich mir gedacht, bin ich live. Muss ich mal schauen, ob es bei mir zeitlich noch zeitlich hinhaut. Genau. Bloß, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Am Wochenende streamen werde ich wahrscheinlich nicht. Weil ich da ja selber unterwegs bin. Deswegen wahrscheinlich eher unter der Woche. Und ja, dann
wenn über Weihnachten, Neujahr, da werde ich dann schon wieder deutlich öfter streamen. Und jetzt will ich ja, wie gesagt, auch schon wieder anfangen. Schön langsam. Erstmal ein Stream pro Woche und dann zwei. Ja, bei zwei. Ich würde sagen, höchstens zwei Streams pro Woche. Vielleicht auch dreimal. Kommt immer darauf an, wie ich dann Zeit habe. Aber aktuell habe ich noch nicht ganz so viel Zeit. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit einem Stream pro Woche an. Und schaue, wie das wieder läuft. Und dann, ja, kann man ja immer mehr. Das, ja, immer mehr streamen, sage ich jetzt mal. Immer mehr Tage dazu nehmen. Weil ich will auch wieder so einen festen Streaming-Tag haben. Und dann rechts. Wo ich auf jeden Fall immer live bin. Jetzt, das war ja der Samstag. Samstag finde ich aber jetzt, ja, nicht mehr so gut, weil ich da auch einfach unterwegs bin. Allgemein Wochenende bin ich unterwegs. Und, ja, da, ja, passt einfach der Samstag nicht mehr. Deswegen schaue ich jetzt mal unter der Woche. Dienstag ist auf jeden Fall ein guter Tag. Vielleicht, dass ich Dienstag dann als festen Streaming-Tag nehme. Aber das muss ich mir erstmal noch anschauen. Und ja, überlegen, wie es da zeitlich hinhaut bei mir. Und ja, ich würde es euch natürlich dann wieder sagen, wenn ich weiß, wann dann der feste Streaming-Tag ist. Und dann sage ich mal, der feste Streaming-Tag, da streame ich jede Woche. Und dann die anderen Tage, wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe und so weiter. So wie halt, ja, letztes Jahr oder halt bevor der Sommer angefangen hat, war das ja auch so. Da habe ich ja auch, da war ja der Samstag, der feste Streaming-Tag. Und da war ich immer live am Samstag. Außer ich glaube ein, zwei Mal, da hatte ich keine Zeit, aber sonst war ich immer samstags live. Und ja, unter der Woche war ich dann auch. Ich weiß gar nicht, wann ich da immer live war. Dienstags, freitags war ich auch live. Aber wie gesagt, Wochenende, also Freitag, Samstag, ist bei mir jetzt eher, ja, schlechter geworden, sage ich jetzt mal. Deswegen, wie gesagt, schaue ich mal, dass so, ja, Dienstag vielleicht der feste Streamtag wird, aber wie gesagt, das darf man jetzt schon noch drüber. Das muss ich, wie gesagt, erstmal noch schauen. So, jetzt sind wir auch schon in Berlin. Und dann rechts abbiegen. Dann schalten wir mal ein paar Gänge runter. Hier ist eigentlich ziemlich viel los. Rechts ab. So, dann einmal. Ja, im zweiten Gang können wir schon anfahren. So ist nicht. So, grün, perfekto. Und dann hier einmal rum. Und dann, was geht denn hier ab? Dann links abbiegen und dann müssten wir gleich da sein. Oder dann sind wir gleich da. Nach links ab. Oh, da kommt eine Lokomotive. Da kommt sie. Links abbiegen. Aber da, wie fahre ich jetzt gerade? So. Nach links ab. Dann hier einmal rein und dann stellen wir uns noch schön hin. Endlich. Wir sind da. Ja, wir müssen wahrscheinlich dahinter. Was treibt denn der da? Keine Ahnung. Wir müssen aber hier hinter. Hier irgendwo durch und dann müssten wir uns da. Oh, dahin. Eieieiei. So, dann drehen wir einmal. Und dann stoßen wir zurück. Das war ein bisschen zu viel. Ach Mensch. Der Hänger lenkt, glaube ich, hinten wieder ein bisschen so doof mit. Ja, dann würde ich aber sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein, ja, LS22 Video. Euch noch ein schönes Wochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.